Hallo, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr mit der Big Shot ein Bottle Cap so schön platt nudeln könnt. Viele haben damit Probleme, weil der Rand nach dem Durchnudeln oft nicht so gleichmäßig ist, sondern ganz verdutscht. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Man nimmt dafür einen Bottle Cap zum Basteln. Nicht die, die ihr von den Flaschen nehmt, zum Beispiel von Bierflaschen sammelt, die sind innen drin gummiert und die lassen sich nicht so schön platt machen. So, zuerst benötigen wir die Multipurpose-Platte. Da sind ja mehrere Tabs mit drauf und dafür nehmen wir den Tab mit der Nummer 2 und schlagen den zur Seite weg, den brauchen wir nicht. Dann kommt eine Plexiglasplatte nach unten. Dann legen wir den Bottle Cap Mitte in die Mitte. Ihr könnt auch mehrere, aber ich denke, man probiert es erstmal mit einem, weil die sonst auch leicht wegrutschen können. Dann drauf kommt dann die zweite Plexiglasplatte. Die kommt dann, das Ganze kommt als Sandwich dann eben in die Big Shot. Da dreht ihr dann das durch. Wie ihr gehört habt, habt ihr nichts gehört, also keinen dicken Knack. Das muss auch nicht sein, weil sonst ist nämlich der Druck so hoch, dass der Rand nicht schön wird. Und so, wie ihr sehen könnt, ist er gleichmäßig und es ist super platt geworden. Also so könnt ihr das auf jeden Fall auch schaffen. Und das nächste Mal zeige ich euch dann, dass man die ja auch schön verzieren kann. Nicht nur einfach mit dem Bildchen, sondern auch mit verschiedenen Embellishments. Das zeige ich euch dann.